Ja, moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Rüdiger Droste von der Firma Droste Wassersport OHG und heute geht es noch einmal um den Tohatsu MFS 140. Das zweite Video zu Tohatsu MFS 140. Das erste verlinke ich euch hier gleich einmal oben. Da habe ich den Motor gezeigt in der Werkstatt. Da haben wir den Motor gezeigt mit Motorhaube, ohne Motorhaube, die Daten, alle Kleinigkeiten. Sehr informativ, aber da sieht man den Motor eben nicht auf dem Wasser, am Boot. Das möchten wir heute einmal machen. Wir fahren mal eine Runde. Ich zeige euch den Motor beim Langsamfahren, beim Schnellfahren, die Instrumente nochmal, die Schaltung und auch dann nochmal die Motordaten über NMEA 2000, die wir hier auf dem Kartenplotter drauf haben. Ja, zum Boot, mit dem wir hier unterwegs sind, habt ihr gerade schon im Intro gesehen. Das ist ein ziemlich großer Apparat für 140 PS. Eigentlich ist das Boot mit dem 140er schon fast ein bisschen schwach motorisiert. Aber wir haben ganz erstaunliche Fahrleistungen hier bei diesem Boot. Hier war früher ein Innenborder drin. Das Boot wurde umgebaut auf Außenborderbetrieb. Früher waren hier 230 PS. Innenborder drin, jetzt haben wir 140 PS Außenborder dran und wir haben wirklich hervorragende Fahrleistungen. Das Erstaunliche hier ist zum Beispiel, wir können die Rumpfgeschwindigkeit dieses Bootes sind so 11, 12 km/h. Wir können diese Geschwindigkeit fahren mit 5 Litern pro Stunde. Das ist wirklich ein erstaunlich geringer Wert für ein 3-Tonnen-Boot. Also wirklich sehr kraftstoffeffizient dieser Motor. Ich zeige euch gleich einmal den Motor bei verschiedenen Drehzahlen. Wir fahren mal und haben verschiedene Drehzahlen. Dazu zeige ich euch dann die Daten vom Motormanagement, vom NMEA 2000 Gateway, was wir auf dem Simrad-Plotter sehen. Dort seht ihr den Verbrauch, die Drehzahl. Und dazu entsprechend auch die Geschwindigkeit, die wir hier fahren. Das ist kein Rennboot, das ist wirklich ein Kajütkreuzer, der eine Höchstgeschwindigkeit erreicht von 45, 50 km/h. Das ist schon enorm viel für diese geringe Motorleistung. Aber dort könnt ihr auch mal sehen, wie sich die Drehzahlen und die Verbräuche da verhalten. Ja, wir legen hier gleich mal ab, wir drehen eine Runde und dann blende ich euch mal die einzelnen Szenen ein und erzähle noch ein bisschen was dazu. Auf geht's, viel Spaß.
Ja, ich hoffe, die Aufnahmen konnten euch so ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie der Motor bei welcher Drehzahl klingt. Und ihr konntet auf den Daten auf dem Display auch erkennen, wie die Verbräuche bei welcher Drehzahl sind. Das hängt natürlich auch stark vom Bootsgewicht ab. Aber wie ihr sehen konntet, sind, wie gesagt, Verdrängerfahrt, Rumpfgeschwindigkeiten, Geschwindigkeiten so um 10, 11, 12 km/h möglich, um die 5 Liter pro Stunde. Die langsamste mögliche Gleitfahrt war so ab 4000 Umdrehungen bei Verbräuchen um die 20 Liter und der schnelle Gleitfahrt so bei 35 Liter die Stunde und bei Vollgas, da hatten wir 5400 Umdrehungen so im Schnitt, da lagen wir bei ungefähr 40 Liter. Das ist, wie gesagt, Vollgas sollte man eh nicht die ganze Zeit fahren, aber selbst wenn, ist das immer noch ein super Verbrauch für ein Boot dieser Gewichtsklasse und dieser Motorleistung. In der Kombination ist das schon ein sehr guter Verbrauch. Ja, wie gesagt, soll keine Referenz sein, ist nur einmal eine Momentaufnahme hier. Aber die Verbrauchswerte dieses Motors sind wirklich bemerkenswert günstig, gerade in der Verdrängerfahrt, die man mit diesen Booten ich sag mal, in dieser Motorisierung, wenn man diese Motorisierung dran macht, ist das in erster Linie ein Verdränger, ein Halbgleiter. Wir können auch Gleitfahrt fahren, habt ihr ja gesehen, geht sogar ziemlich gut, macht sogar richtig Spaß. Und dafür sind die Werte absolut top und man bekommt ein super Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Motorisierung. Ja, dann zeige ich euch noch ein bisschen was zu den Instrumenten und zur Schaltung. Ja, um nochmal eben auf die Instrumente zu sprechen zu kommen, das ist hier unsere Anzeige für den Motor-Trim, für den Trimwinkel. Wenn ich hier auf den Schalter drücke, vom Power-Trim hier nach unten fahre, dann geht auch unsere Nadel hier nach unten. Wenn ich den Motor wieder hochfahre, dann fährt auch die Trimuhr hier wieder nach oben. Daneben haben wir den standardmäßigen, serienmäßigen Drehzahlmesser, spiegelt hier gerade so ein bisschen. Da haben wir also einmal hier oben die Drehzahlanzeige. Dann haben wir eine Warnleuchte für Öldruck, eine Warnleuchte für Motortemperatur und eine Warnleuchte für die Batteriespannung. Was wir jetzt hier noch zusätzlich haben, ist eine Motordatenanzeige über NMEA 2000 hier auf unserem Simrad Kartenplotter. Dazu wird ein NMEA 2000 Kabel von Tohatsu zusätzlich verbaut, das die Motordaten hier exportiert und auf dem NMEA-fähigen Gerät hier anzeigen kann. Das Schöne sind eben Anzeigen hier wie der Kraftstoffverbrauch Liter pro Stunde, die Reichweite, also die Kraftstoffeffizienz, wie viele Kilometer pro Liter kann ich fahren. Da habe ich hier noch einmal die Spannung der Lichtmaschine im Vergleich zur Spannung der Batterie. Ich habe hier die Motorbetriebsstunden immer im Blick, die Motorkühlwassertemperatur und die aktuelle Drehzahl. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Man sieht hier drauf natürlich deutlich mehr noch als auf den Rundinstrumenten. Das lässt sich aber jederzeit nachrüsten, empfiehlt aber sich das Kabel gleich mitzubestellen beim Motorkauf, wenn so ein Kartenplotter schon verbaut ist, der NMEA 2000 Motordaten kann. Das können eigentlich fast alle aktuellen Geräte oder wenn so eine Anschaffung später nochmal anstehen sollte. Ja, das ist also auf jeden Fall eine schöne Sache. NMEA 2000 Drup Cable nennt sich das. Ist ein kleines Zubehörteil, aber dadurch hat man eine ganze Menge mehr Funktionen und man hat eben auch ein bisschen die Kraftstoffeffizienz und die Motorbetriebsstunden im Blick. Und die Temperatur natürlich auch eine super Sache. Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, das mitzubestellen. Ja, zu Bedienung und Schaltung wollte ich euch auch noch ein bisschen was zeigen. Und zwar haben wir ja einmal hier unseren Schalthebel. Ich habe euch in dem anderen Video die verschiedenen Schaltungen alle schon mal eingeblendet. Das hier ist die Seiteneinbauschaltung. Also hier sitzt die ganze Schaltmechanik hinter dieser Wand und es guckt nur der Hebel raus. Im Hebel drin oben habt ihr den Schalter für den Power Trim rauf, runter. Hier drauf drückt, fährt der Motor entsprechend nach oben oder nach unten. Den Schäbel könnt ihr hier mit der Schaltsperre, wenn ihr den Hebel nach oben zieht, wird das für die Schaltsperre gelöst. Vorher ist der Hebel hier arretiert in dieser Stellung, kann also nicht aus Versehen nach vorne gelegt werden. Wenn man den Hebel hier nach oben zieht, könnt ihr den Gang vorwärts einlegen und habt dann entsprechend den Vorwärtsgang drin, aber noch keine Drehzahl gegeben. Wenn wir jetzt hier den Hebel weiter durchdrücken, dann geben wir entsprechend auch langsam Gas. Das sieht man hier auch an der Drehzahl, die dann langsam ansteigt. Vielleicht hört man es auch so ein bisschen. Was man hier mal sagen muss bei Tohatsu, die haben eine sehr schöne, exakte Gasregelung. Ich habe es bei
fast keinem anderen Motorhersteller gesehen, dass man die Drehzahl auf 50 Umdrehungen genau justieren kann. Und zwar nicht mit einer elektronischen Schaltung, wie wir sie zum Beispiel bei Mercury haben. Da ist es natürlich auch möglich, da kann man auch super genau dosieren. Aber wie man sieht, ich kann hier 50 Umdrehungen rauf, 50 Umdrehungen runter regeln. Das ist für eine mechanische Schaltung wirklich extrem, extrem genau und auch sehr schön leichtgängig. Da hat Tohatsu wirklich ein sehr gutes Getriebe gebaut und auch eine gute Gasanlenkung. Bei einigen anderen Motorenherstellern hat man auch, wenn man Gas gibt, dass hier erstmal eine ganze Weile nichts kommt und dann kommen sofort 2000 Umdrehungen. Also hier kann man wirklich super sauber, ganz sachte die Drehzahl dosieren auf 100 Umdrehungen, auf 50 Umdrehungen genau. Weil das ist schon eine super, super ausgefeilte Schaltung, das richtig Spaß macht auch zu fahren. Jetzt wieder auskuppeln, sind wir wieder in Neutral. Ja, wir haben hier noch den Hebel, den Knopf hier für Leerlaufgas. Brauchte man früher bei den älteren Motoren, konnte man hier reindrücken und dann zum Starten Gas geben. Braucht ihr hier natürlich nicht. Beim EFI-Motor dreht ihr den Zündschlüssel rum und der Motor läuft, dann braucht ihr zum Starten kein Gas geben. Einmal zum Zündschloss hier nochmal. Hier haben wir den Zündschlüssel mit dem Zündschloss. Über das Zündschloss kann auch das Troll-Control geregelt werden. Ihr könnt dann hier über Drücken der einzelnen Stufen, jetzt haben wir die Drehzahl abgesenkt, den Ton habt ihr gerade gehört, einmal gepiept. Wenn wir hier langsam hochdrücken, steigt die Leerlaufdrehzahl sukzessive an. Bis wir an der höchsten Stufe sind, dann piepst es zweimal. Und wenn wir jetzt wieder drücken, geht es wieder runter. Zum Trolling und was das bedeutet, habe ich schon ein Video gemacht. Verlinke ich euch hier nochmal. Ist ein eigenes Video, ist sehr schön für die Sportangler. Ja, das nochmal eben zur Schaltung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck hier vom 140er Tohatsu auf dem Wasser vermitteln. Auf dem Wasser ist immer noch mal so ein bisschen anders. Ich kann hier nicht so viel am Motor direkt zeigen. Dafür habe ich ja das andere Video gemacht in der Werkstatt. Schaut da mal rein, da seht ihr den Motor im Detail. Hier auf dem Wasser einfach mal so ein bisschen, um zu sehen, wie das Ganze eben auch so klingt, so gut ich es eben mit dem Mikrofon einfangen kann. Zum Motor noch mal ganz kurz. Der 140er baugleich zum 115er, zum 100er, zum 90er, zum 75er. Ist also immer derselbe Motorblock. Der Motor hat ein fantastisches Drehmoment. Also hier mit dem eigentlich viel zu großen Boot für den Motor liefert der Motor absolut top Fahrleistung ab, absolut top Verbräuche, absolut top auch von der Lautstärke her. Wirklich extrem angenehm und eine absolute Supermaschine, die Tohatsu da auf den Markt gebracht hat. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Motor, zu allen anderen Tohatsus, schaut bei uns vorbei auf www.droste-tohatsu.de oder schaut bei uns im Webshop vorbei auf www.droste-wassersport.de. Dort bekommt ihr noch weitere Informationen. Schaut auf unserem Kanal hier noch die anderen Videos an. Wir haben so ziemlich jeden Tohatsu, jeden Mercury Außenborder hier schon gezeigt und es werden immer noch wieder neue Videos dazukommen. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, würde ich mich sehr freuen über ein Abo und für einen Daumen hoch für meinen Kanal. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.